Dass Amerikaner die Schweiz und Schweden verwechseln, das ist ein Klassiker. Nun passierte es ihrem Präsidenten. Auf dem NATO-Gipfel in Madrid 2022 erzählte Joe Biden, wie Finnland und Schweden ihn um Unterstützung gebeten haben. Nur leider sagte Biden hier Switzerland. Aber nicht nur die Amerikaner, auch die Chinesen haben Probleme, die Schweiz und Schweden auseinanderzuhalten. Und das liegt daran, dass die Namen der beiden Länder auf Chinesisch verflixt ähnlich klingen. Die Schweiz heißt Ruizhi, Schweden Ruijian. Zur Aufklärung laufen in China regelmäßig Imagekampagnen, organisiert von den Konsulaten der betroffenen Länder. Dabei wird voll auf die Klischees gesetzt. Die Schweiz ist das Land mit Banken, Kühen, Alphörnern, Uhren, Fondue und Schokolade, während zu Schweden Ikea, Hackbällchen oder Volvo gehören. In Russland kommt man ohne Kampagnen aus, auch wenn da die Ländernamen sehr ähnlich klingen. Schweizaria für die Schweiz und Schwezia für Schweden. Beim Gastspiel des SC Bern in Grenoble 2019 gab es eine kleine Panne. Denn was die Eishockeyspieler da hörten, war nicht die Schweizer Hymne, es war jene von Schweden, genau. Die Ähnlichkeit zwischen den Namen der beiden Länder wurde von einigen Schweden bis in das 19. Jahrhundert hinein so interpretiert, dass die Schweizer von den Skandinaviern abstammen. Eine solche Auslegung findet sich auch in Erik Gustav Geijers Geschichte Schwedens. In der heutigen Zeit wird diese Theorie von den meisten Wissenschaftlern selbstverständlich abgelehnt. In Wirklichkeit gibt es keine Verbindung zwischen Schweizern und Schweden. Die Landesbezeichnung Schweiz leitet sich von der Kantonsbezeichnung Schwyz ab. Ganz anders ist es im Falle Schwedens. Sein Name, Sverige, so die schwedische Bezeichnung für Schweden, hat das Land von dem nordgermanischen Volksstamm der Sver, die etwa seit dem Jahr 300 in Mitteleuropa nachweisbar sind. Die älteste schwedische Bezeichnung war Svetjut und ist angelehnt an das isländische Svitjot, was das Volk der Sver bedeutete. Ich muss zugeben, dass ich viel unterwegs bin. Dabei beantworte ich E-Mails, nutze Online-Banking und anderes mehr. Das Problem dabei ist, öffentliche WLAN-Netze sind nicht geschützt. Die Lösung bietet CyberGhost VPN, der Sponsor des heutigen Videos. Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung ist er der führende Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche und wird auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet. CyberGhost VPN verbirgt eure IP-Adresse und verschlüsselt die Internetverbindung, sodass Cyberspione auf eure Daten nicht zugreifen können. CyberGhost VPN ist mit über 40 Streaming-Plattformen kompatibel. Ihr könnt im Urlaub auf eure Lieblingswebsites zugreifen oder bei Online-Buchungen Geld sparen. Denn viele Webseiten passen ihre Preise an den Länderstandort an. Mit nur einem Klick verbindet ihr euch mit einem der tausenden von Servern in über 90 Ländern. CyberGhost ist mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel. Klickt auf den Link, um einen Rabatt von 84% beim 2-Jahres-Vertrag zu erhalten. Das sind etwas mehr als 2 Euro pro Monat. Es gibt zudem 4 Monate gratis, eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und einen 24/7-Zugang zum Kundensupport. Meldet euch also für CyberGhost VPN an. Aus europäischer Sicht sind die Schweden heutzutage eine kleine Nation. Rund 10,5 Millionen Einwohner auf einer Fläche von etwa 450.000 Quadratkilometern. Mit dieser Einwohnerzahl gehört Schweden zu den am dünnsten besiedelten Ländern Europas. Dafür gibt es natürlich eine Erklärung. Das nordische Klima ist so hart, dass es in früheren Zeiten keine größere Bevölkerung ernähren konnte. Erst in der modernen Zeit gelang es, die Natur mit Hilfe der Technik zu zähmen und der Bevölkerung ein bequemes Leben zu ermöglichen. Dass so weit nördlich eine bedeutende Zivilisation entstehen konnte, ist auf den Golfstrom im Atlantik, der entlang der norwegischen Westküste verläuft und das Klima in Skandinavien erwärmt, zurückzuführen. Andere Landgebiete auf entsprechenden Breitengraden in anderen Regionen der Welt sind im Großen und Ganzen unbewohnbar, da der Dauerfrostboden der Tundra Landwirtschaft und Viehzucht nicht zulässt. Schweden besteht zu 80% aus Wäldern, Bergen, Seen, Flüssen, Mooren und Wildnis. Auch die Städte sind in der Natur eingebettet. Das Verhältnis zwischen der Größe der Natur und der Kleinheit des Menschen prägt die schwedische Seele. Die Sprache der Schweden
gehört zu den indoeuropäischen und hier wiederum zum nördlichen Zweig. Schon im Mittelalter, durch die Hanse, machten sich Einflüsse aus dem Deutschen in der Sprache bemerkbar. Für manche Wörter wird sogar nur der deutsche Begriff verwendet. So ist für mich zum Beispiel merkwürdig, dass es das Wort Besserwisser im Schwedischen nur als dieses deutsche Wort gibt. Also wer sind diese Schweden? Wie entstanden sie? Und aus welchen Völkern? Darüber und vieles mehr erzähle ich euch im heutigen Video. Skandinavien war ursprünglich unbewohnt. Der Grund dafür waren die Gletscher, die die Halbinsel unter sich verbargen. Im Laufe der Zeit zogen sie sich zurück und machten Platz für die Menschen, die in der Steinzeit, also ca. 7000 bis 5500 vor Christus, vom Kontinent in den Norden kamen. Woher sie jedoch stammten und über welche Routen sie Skandinavien besiedelten, blieb bisher strittig. Um das zu klären, hat Thorsten Günther von der Universität Uppsala 7 steinzeitliche Tote aus Skandinavien einer DNA-Analyse unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass ein Teil dieser Toten aus Norwegen stammte, der Rest von schwedischen Schäreninseln. Steinzeitliche Bewohner Skandinaviens gehörten genetisch 2 unterschiedlichen Gruppen an. Die DNA der in Schweden gefundenen Toten ähnelt stark der von Jägern und Sammlern, die damals im Gebiet des heutigen Dänemark und Deutschland lebten. Die in Norwegen gefundenen Toten dagegen zeigten mehr Ähnlichkeit mit Menschen, die heute noch an der Ostsee leben. Die Ergebnisse sprechen für 2 nacheiszeitliche Einwanderungen nach Skandinavien. Zuerst eine aus dem Süden, dann eine aus dem Nordosten. Weil der Süden Skandinaviens zuerst eisfrei wurde, konnten Jäger und Sammler aus Mitteleuropa schon früh in dieses Gebiet einwandern. Wenig später tat sich dann auch entlang der Nord- und Westküste Skandinaviens ein eisfreier Korridor auf, durch den Menschen aus dem heutigen Russland und Finnland einwanderten. Jede Gruppe brachte ihre Kultur mit und behielt sie anfangs bei. Erst im Lauf der Zeit mischten sich diese Einwanderer untereinander und tauschten neben ihren Genen auch ihre Fertigkeiten aus. Die DNA-Analysen enthüllten, wie die damaligen Einwanderer aussahen. Demnach besaßen die Menschen aus dem Süden blaue Augen und eine eher dunkle Haut. Die Migranten aus dem Nordosten dagegen hatten eine blasse, helle Haut und besaßen unterschiedliche Augenfarben. Nach einiger Zeit der genetischen Durchmischung sorgten die Umweltbedingungen dafür, dass sich bestimmte Varianten durchsetzten. Und weil eine helle Haut und helle Augen in der sonnenarmen Region günstiger sind, begannen diese Merkmale zu dominieren. Vom genetischen Erbe der Steinzeit-Skandinavier ist heute nur wenig geblieben. Denn nach Ende der Steinzeit wanderten noch weitere Bevölkerungsgruppen nach Skandinavien ein, darunter auch die Vorfahren der ersten Bauern. Im Laufe der Zeit verdrängten ihre Gene das alte Erbgut der Jäger und Sammler. Aus der Urbevölkerung entstanden später die Samen, die zu den ältesten Bewohnern Skandinaviens zählten. Wer sind sie? Ihre Selbstbezeichnung, Sami, bedeutet Sumpfleute. Den verbreiteten Begriff Lappen empfinden sie als abwertend und lehnen ihn deshalb ab. Der kommt von dem schwedischen Wort Lappa, Flicken oder Lappen, beziehungsweise vom finnischen Lappalaiset, Menschen, die in Lappen gehüllt sind. Die Samen leben im Norden Schwedens, Norwegens und Finnlands und auf der russischen Halbinsel Kola. Übrigens, ihre Sprache gehört zu den Finno-Ugrischen, zu denen auch Finnisch, Estnisch und Ungarisch zählen. Nach Kavali Sforza bilden die Samen sogar den Übergang von den Europäern zu den Ostasiaten. Demnach überwiegt eine sehr lange isolierte europäische Genkomponente, während die zweite Komponente von uralischen Ethnien zu den ostasiatischen Merkmalen, also der Epicanthusfalte, Haut und Haaren, geführt hat, die zum Teil bei den Samen noch heute zu sehen sind. Eine mögliche Erklärung dafür ist die Einwanderung samojedischer Völker, die den Ursamen die Domestikation der Rentiere als Last- und Zugtier beibrachten. Dabei wurde die Sprache der fortschrittlicheren Kultur übernommen.
Der Übergang von Bronzezeit zur Eisenzeit war von einer Verschlechterung des Klimas und dem Bevölkerungsrückgang durch hohe Sterblichkeit und Auswanderung gekennzeichnet. Dennoch brachte diese entbehrungsreiche Zeit Fortschritte. Diejenigen, die zurückblieben, hatten keine andere Wahl, als bessere, stabilere Unterkünfte zu bauen, intensivere Landwirtschaft zu treiben und Lebens- und Futtermittel haltbarer zu machen. Zudem rückten die Sippen in Dorfgemeinschaften enger zusammen. Technisches Vorwärtskommen brachte die Eisenverarbeitung, die der Epoche ja ihren Namen gab. Die frühe Periode wird als keltische Eisenzeit bezeichnet. Immerhin schaffte es das Eisen von den Kelten in den Norden. In der Folgezeit gewann die heimische Eisengewinnung mehr und mehr Bedeutung. Anders als Bronze war Eisen nämlich kein Luxusgut. Die nächste römische Eisenzeit setzte zur Zeitenwende ein und zog sich bis 400 nach Christus hin. Rom dominierte weite Teile Europas und trieb regen Handel mit dem Norden. Darauf verweisen die zahlreichen Funde wie Münzen und Luxusgüter. Aber auch die Runenschrift, die aus griechischen und römischen Schriftzeichen hervorging. Das urnordische Runenalphabet, das Futhark, lässt sich für das erste Jahrhundert belegen. In jenem Zeitraum fällt auch eine Umstellung von halbnomadischer Lebensweise zur Sesshaftigkeit. Erstmals erwähnt wird Skandinavien von Plinius dem Älteren in der Naturalis Historia im Jahre 79. In der Germania des Tacitus ist vom Volk der Sujonen, also der Sueer, die Rede. Zudem erscheint Skandia auf der Weltkarte des Claudius Ptolemäus. In den folgenden Jahrhunderten sank der Stern Roms. Die Umwälzungen der Völkerwanderzeit, 400 bis 550, gingen auch an den Vorfahren der Schweden nicht spurlos vorbei. Vor allem im Süden und Osten herrschten unruhige Zeiten. Zahlreiche Stämme verließen ihre Heimat, dafür breiteten erste germanische Kleinkönigtümer ihren Macht und Einfluss aus. Eine Hinterlassenschaft dieser Tage sind die Königsgräber von Gamla Uppsala. Die darauffolgende Wendelzeit ist nach der Region Wendel in Uppland mit ihren zahlreichen Funden benannt. In dieser Periode, also 550 bis 800, entwickelte sich ein neues Machtzentrum im Norden Europas. Ungefähr im 6. Jahrhundert schlossen sich mehrere nordgermanische Stämme zu größeren Stammeseinheiten zusammen und drängten die Vorbevölkerung, die Samen und Finnen, nach Norden ab. Bei der Entstehung des schwedischen Volkes spielten die am Mälarsee bzw. in Svealand ansässigen Svea und die in Götaland ansässigen Gauten die wichtigste Rolle. Treibende Kraft waren hierbei jedoch die Svea. Von Wendel aus erweiterten sie ihren Machtbereich. Die nordgermanischen Stämme hatten in Alt-Uppsala ein gemeinsames politisches und kulturelles Zentrum. Zu Beginn des 7. Jahrhunderts gelang es den Svea, die Gauten zu unterwerfen, und das politische und wirtschaftliche Zentrum verlagerte sich von Uppsala nach Birka. Die Verschmelzung beider Völker begann im 8. bzw. 9. Jahrhundert und zog sich wegen anhaltender Kämpfe zwischen den früh christianisierten Gauten und den an ihren alten nordischen Religionen lange festhaltenden Zwer bis in das 10. Jahrhundert hin. Zur Reichseinigung und somit zur Herausbildung eines Staates im heutigen Sinn kam es erst zwischen 995 und 1060 unter König Erik VIII. Und dessen Sohn Olaf Skjetkonung und sie ging einher mit der Christianisierung Schwedens. Neues Zentrum Schwedens wurde das christliche Sigtuna, ab dem 13. Jahrhundert dann Stockholm. Im Laufe der gegenseitigen Abgrenzung der drei nordischen Völker bildete sich zwischen dem 11. und dem 16. Jahrhundert schließlich die von Dänen und Norwegern verschiedene Nation der Schweden heraus. Für ihre Konsolidierung entscheidend war letztlich die im 15. und 16. Jahrhundert vollendete Abgrenzung der überwiegend bäuerlich geprägten und vom Landadel geführten schwedischen Volkskultur vom prodänischen Bürgertum und Beamtenadel der Küstenstädte. Blonde Hünen, die im Mittelalter auf ihren Raubzügen entlang von Europas Küsten und Flüssen Angst und Schrecken verbreiteten. Das ist das bekannte Klischee über die Wikinger. Berüchtigt sind die Wikinger
für ihre Raubzüge, bei denen sie hierzulande Ende des 9. Jahrhunderts über Rhein und Mosel bis in die Kerngebiete des damaligen Ostfränkischen Reiches vorstießen. Auch andere Flüsse Ost- und Westeuropas boten Einfallsrouten für die versierten Seefahrer, die aber ebenso im Mittelmeer und im Schwarzen Meer unterwegs waren. Woher aber stammt das typische Bild vom gehörnten Wikinger? Das wissen Historiker ziemlich genau. Es wurde populär durch die Uraufführung von Richard Wagners Ring der Nibelungen aus dem Jahr 1876. Hier traten die nordischen Recken mit hornbewehrten Helmen auf. Eine künstlerische Fantasie des Regisseurs. Denn im Kampf wäre solch ein Kopfschmuck hinderlich gewesen. Jeder Feind hätte den Helm mit einem Schlag auf die Hörner runterfegen können. Das Wort Wikinger geht auf die skandinavische Bezeichnung für Pirat zurück. Um die Identität der Wikinger zu klären, sequenzierten die Forscher nun Genome von 442 Überresten von Wikingern. Die Resultate ergaben ein uneinheitliches Bild. Grundsätzlich unterschied das Team drei Gruppen bezüglich ihrer groben geografischen Herkunft: Schwedenähnlich, Norwegenähnlich und Dänenähnlich. Interessant, dass die Menschen im Südwesten des heutigen Schweden eher den dänischen Wikingern ähneln. Die schwedenähnliche Gruppe weist starke verwandtschaftliche Beziehungen zu Osteuropäern auf. Das spiegeln auch die Handelsbeziehungen seit der Bronzezeit im Ostseeraum wider. Der Einfluss der norwegischen Gruppe dagegen reicht bis nach Irland, Island und Grönland, während die dänische Gruppe sich eher nach England hin orientiert. Viele Wikinger waren eher braunhaarig als blond, was auf Einflüsse von außerhalb Skandinaviens zurückgeht. Die heutigen Menschen in Skandinavien ähneln der Studie zufolge immer noch stark den damaligen Bewohnern dieser Region. Ausnahme bilden die Schweden. Ihr Erbgut geht nur zu 15-30% auf die damalige Bevölkerung zurück. Die Genetik zeigt, dass die Schweden das Ergebnis einer genetischen Mischung sind. Bei Wikingergräbern in Schweden wurde ein erheblicher Anteil an finnischen und samischen Genen gefunden. Die slawische Spur in den Genen der Toten aus dieser Zeit lässt sich von 10% bis zu einem vollständigen Überwiegen der slawischen Genetik zurückverfolgen. Die Vorfahren der Schweden holten ihre Frauen gern bei den Slawen und sie waren auch sehr mobil. Noch während die beiden nordgermanischen Völker der Svea und Gauten in der Heimat um den kargen Lebensraum, um Reichseinheit und Christianisierung kämpften, ließen sich die ersten Auswanderer, seetüchtige Händler und beutegierige Krieger an den gegenüberliegenden Ufern der Ostsee schon nieder. Erste schwedische Siedlungen entstanden ab dem 7. Jahrhundert im lettischen Grobinja, Seeburg, in Kurland, Livland, Estland und auch in Finnland. Die als Varega bezeichneten schwedischen Wikinger siedelten ab dem 8. Jahrhundert vor allem im Gebiet von Alt-Ladoga und Holmgard, Novgorod, und dehnten im 9. Jahrhundert unter Rurik ihre Herrschaft über die Novgoroder Rus aus. Obwohl Ruriks Gefolgsleute Askold und Dir eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Kiewer Rus spielten, gingen die skandinavischen Krieger und Händler im 10. und 11. Jahrhundert in der slawischen Mehrheitsbevölkerung auf und wurden assimiliert. Allerdings ist noch für die 1070er Jahre ein über Schweden herrschender König namens Arnund Gerske überliefert, der aus Alt-Ladoga kam und bereits orthodox christianisiert war. Letztlich haben die unterschiedliche Christianisierung, Schweden katholisch, die Kiewer Rus orthodox und das kirchliche Schisma von 1054, die voneinander verschiedene Entwicklung von Schweden und russisch gewordenen Varägern besiegelt. Während der Wikingerzeit entwickelte sich das Territorium des heutigen Schwedens zu einem Handelszentrum und hatte eine bunte ethnische Zusammensetzung. In den Bestattungen des 10. und 12. Jahrhunderts hatten 70% der Frauen und 44% der Männer fremde Gene aus Osteuropa, dem Baltikum, dem heutigen Großbritannien und Deutschland. Und das erklärt sich dadurch, dass die Vorfahren der Schweden sich durch den Sklavenhandel bereicherten. Sie verkauften nicht nur Sklaven,
sondern sie hielten sie auch selbst. Nach einigen Generationen verloren die Sklaven jedoch ihren niederen Status und vermischten sich mit den Einheimischen. Im 13. Jahrhundert wurde die Sklaverei abgeschafft und die Sklaven assimilierten sich innerhalb der Sphäre und Gauten. In der Geschichte Schwedens kam es nicht mehr zu einer solchen genetischen Vermischung wie in der Wikingerzeit. Obwohl der Prozess weiterging und die Reihen der Gauten und Sveer regelmäßig mit Slawen, Balten und Finnen aufgefüllt wurden. An diesem Punkt könnte man aufhören, die Ethnogenese der Schweden zu beschreiben, da es keine so großen Zugänge an fremdem Blut mehr gab. Bei den heutigen Schweden sind die typischen westeuropäischen Haplogruppen I1 und R1b am meisten verbreitet. Die Gruppe I1 tritt am häufigsten im Westen von Finnland, bis zu 40%, in Südnorwegen, 35%, gefolgt von Schweden, besonders auf der Insel Gotland, und in Dänemark und Norddeutschland auf. R1 ist die Basis der am häufigsten Haplogruppen in Europa, wobei die R1b in Westeuropa und R1a in Osteuropa dominieren. So hat die R1b in Westeuropa einen mittleren Anteil von 70% mit Höchstwerten von über 80% in Irland, Schottland, Wales und Nordfrankreich. Zusammen mit R1a, dem slawischen Beitrag, und N1a, den Samen und Finnen, machen diese vier Haplogruppen 80% der männlichen genetischen Linie aus. Die dominierenden mütterlichen Haplogruppen sind H1, O5 und H2. Abschließend noch ein paar Worte zur Entwicklung des schwedischen Staates. Bis zum 10. Jahrhundert gelang es den Sveern, nicht nur die im Gebiet des Vänersees lebenden Gauten, sondern auch die Inseln Gotland und Öland unter ihre Herrschaft zu bringen. Aus diesem um 1100 vollendeten Sverike wurde Sverige, das heutige Schweden. Ende des 14. Jahrhunderts geriet Schweden unter die Herrschaft der norwegisch-dänischen Königin Margarete I. Die 1397 in der Kalmarer Union besiegelte Aufgabe der schwedischen Eigenstaatlichkeit und das brutale Vorgehen der dänischen Machthaber wollten die Schweden nicht hinnehmen. Als der dänische König Christian II. 1520 im Stockholmer Blutbad am Storgårdet in Gamlastan schwedische Adlige hinrichten ließ, kam es zum Aufstand. Einem Aufstand, in dem Gustav Eriksson Vasa Schweden von der dänischen Herrschaft befreite. 1523 wurde er zum König von Schweden gewählt. Übrigens, bis 1973 trugen alle Schwedenkönige den Titel König der Schweden, Goten und Wenden, wobei hier die Goten mit den Gauten gleichgesetzt werden. Und mit der Erwähnung der Wenden untermauerte man den Anspruch auf den Ostseeraum. Erst der jetzige Monarch, Karl XVI. Gustav, wählte bei seiner Thronbesteigung den Titel König von Schweden, Sveriges Konung. Der Staat stieg unter Gustav II. Adolf im 17. Jahrhundert zur Großmacht auf und beherrschte über 100 Jahre lang Finnland, Provinzen von Dänemark und Norwegens, große Gebiete der Ostseeländer und Teile Norddeutschlands. Aus dieser Zeit kommt übrigens auch der Ausdruck Alter Schwede, mit dem man in Deutschland seine Fassungslosigkeit und Bewunderung ausdrückt. Erstaunlich ist die Geschichte dahinter. Der Dreißigjährige Krieg begann 1618 als ein Religionskrieg, entwickelte sich dann zu einem Flächenbrand, der weite Teile Europas erfasste und vor allem in Mitteleuropa tobte. Wichtiger Kriegsteilnehmer war unter anderem Schweden, das nach 1648 als einer der Gewinner aus diesem Krieg hervorging. Der preußische König Friedrich Wilhelm war noch Jahrzehnte nach Kriegsende von der Kampfkraft schwedischer Soldaten so angetan, dass er manche von ihnen abwarb. Meist wurden sie als Unteroffiziere eingesetzt. Sie verstanden sich gut auf den Drill. Bei den Preußen waren sie so angesehen, dass man sie respektvoll mit Alter Schwede ansprach. Und dieser gute Ruf hielt ziemlich lange, bis ins frühe 18. Jahrhundert, als die Schweden im Nordischen Krieg von der Armee des russischen Zaren Peter des Großen besiegt wurden. Der Historiker P.
Peter Englund schrieb dazu: Die Schweden verließen die Weltgeschichte und nahmen ihren Platz im Publikum ein. Die Russen rückten an ihre Stelle und wurden zu einem wichtigen Machtfaktor der Weltpolitik. Schweden, gezwungen, seinen Anspruch auf eine Großmachtstellung aufzugeben, hat seit 1809 keinen Krieg mehr geführt und ist mittlerweile zu einem sicheren Land geworden, dessen Einwohner heute einen hohen Lebensstandard genießen. Das 21. Jahrhundert brachte jedoch wieder mal Änderungen. Und die Schweden wollen nun der NATO beitreten und somit ihre Neutralität aufgeben. Aber das ist eine politische Frage, auf die ich hier nicht eingehen möchte. Und wie immer würde es mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert oder ihn einem Like gebt.